Der Reutlinger Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Das hat der Veranstalter, die Marktwerkstatt, bekannt gegeben. Durch die geänderten Corona-Bedingungen könne das mit der Stadtverwaltung gemeinsam entwickelte Platzkonzept nicht umgesetzt werden. Maximal 100 Personen dürfen aktuell an Veranstaltungen teilnehmen. Das sei für den Reutlinger Weihnachtsmarkt nicht machbar. Derzeit werde noch geprüft, ob das Riesenrad trotz der weiter steigenden Infektionszahlen zurück in die Achalmstadt kommt, wie es eigentlich geplant war. Auch in Balingen hat sich die Stadtverwaltung entschieden, das traditionelle Markttreiben ausfallen zu lassen. Eigentlich sei am 3. November ein reduzierter Krämermarkt in der Innenstadt und am 29. November ein kleiner Weihnachtsmarkt im Bereich Marktplatz und Kirchplatz geplant gewesen. Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann betonte, dass die Pandemieentwicklung keine andere Entscheidung zulasse.